Willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal und wir spielen DPS mal zur Abwechslung in Competitive und das ist jetzt die dritte Runde am heutigen Tage. Ich wurde schon einige Male mies weggefickt. An der Stelle wird auch einfach mal ganz entspannt von Pre runtergewechselt, weil ich den gerade gegen den Dumpf ist doch einfach nicht sehe. Die erste Runde war komplett unfair, wir hatten nicht im Ansatz eine Chance. Zweite Runde, ja, keine Ahnung, der Tank wurde jetzt am Ende geblamed, ich hätte auch besser sein können. Okay, na, dann warte ich, geh weg. Aber für die Runde sehe ich auch einfach jetzt schon wieder ein bisschen schwarz, bin ich ehrlich. Das ist halt... Nee, der, also, fair, fair, like it. Da wird halt auch nicht contested. Das macht halt keinen Sinn. Contesten kannst du halt, wenn Tank da ist und kein OP-Doomfist dich sonst halt alleine wegfickt. Okay, ist auch irgendwie noch eine Tracer am Rumpimmeln. Ein bisschen doof. Wo ist sie denn? Digga, die Gegner haben jetzt schon alle Ults. Was soll denn der Kram? Können wir den Genji da töten? Bitte? Dankeschön. The fuck. Ja, finde ich super. Ich liebe dieses Spiel. Vielleicht mache ich auch einfach bald gar kein Overwatch-Content mehr. Dann suche ich mir ein anderes. Vielleicht spiele ich Paladins oder so. Ich glaube, ich probiere morgen mal Paladins aus. Vielleicht macht es ja Spaß. Vielleicht haben die so ein Konzept, wo Matchmaking so ein Ding ist. Wäre halt cool. Würde ich sehr appreciaten. Also jetzt in der dritten Runde wieder halt einfach überrannt zu werden, egal ob ich jetzt gut oder schlecht bin, so ist halt stupid, weil dann, weiß ich nicht, macht halt Matchmaking so, dass man halt gleich schlechte Gegner hat. Genau. Halt, ich habe nichts davon, wenn ich jedes Mal verliere und dann ist es zwar ein Expected Lose gewesen, aber ich werde halt trotzdem gottlos weggefickt. So, ich muss das Spiel nicht spielen, damit andere Leute halt einen Predicted Win bekommen. Vor allem halt ohne Chance. So. Das ist halt doof. Es ist halt fein, wenn ich gegen Leute spiele, wo ich nicht favored bin, so, aber man sollte halt eine Chance haben. Und es gab irgendwann mal einen Zeitpunkt in diesem Spiel vor einigen Jahren, wo man auch als unfavored Team die Möglichkeit hatte, grundsätzlich noch Runden zu gewinnen. Aber mittlerweile hast du das auch einfach gefühlt nicht mehr. Okay, mein Tank hat da vorne Spaß. Warum spawnen die Gegner jetzt da vorne? Ne, tun sie glaube ich nicht. Die sind einfach nur links rumgegangen. So, okay, da vorne ist jetzt ein Hamatra, ein Mauger. Ja, Bruder, wenn du halt solche Guns benutzt, dann tue ich das auch. Ist ja kein Hexenwerk dann an der Stelle. Ich habe das Gefühl, die Tracer will irgendwie ulten auch. Gib dich, Bitch. Wo ist die Tracer? Ich will Tracer töten. Bin erstaunt, wie gut wir es gerade halten. Ey, dieser Genji da oben auch, ne? Kann der mal runterkommen? Yo, wild, schöner Damage-Up von der Mara. Wundervoll. Komm ich hier auch rauf? Ah, nevermind. Machst du nichts. Und wo Tracer? Okay, jetzt habe ich auch einfach meine Shift gewastet, schade. Ey, wo ist die Bitch denn? Da vorne. Ja, da wird es doch erstmal sowas von dem, was hier weggebrochen ist. Oh, das ist Zarya. Mit Bubble. Die sollte man nicht angreifen. Aber den Genji, der hier mit 3 HP rumpimmelt. Stirb, bitte. Wäre cool. I would like.
Kann ich jetzt Tracer sterben? Ja, geh weg, Bitch. Ah, der Tank war so low. Oh, wilder Tulpen rüber. So, geht mal alle sterben hier. Ich will auch viel ziehen, was sie hier töten. Bin ich ehrlich. Ach, natürlich. Klar. Nein, was für C9, Digi? Na, war kein C9. Vielleicht eine May. Ich habe keine Ahnung. Nein, ist doch gar kein C9. Ja, der Punkt chillt doch noch da. Also der Payload auf dem Punkt. Ganz entspannt. Weil die Gegner mit so einem Icicle töten, besser. Ja, cool. Ja, Tracer ist down, zwar nicht mit Icicle, aber egal. Nein. Du bist auch down. Oh, 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 nein, hier ist ein Tank. Ich will auch eigentlich diesen Genji nur angreifen. Wenn der Genji angegriffen wird, wäre das, glaube ich, mit am wichtigsten, weil der ist auch einer der besten Gegner irgendwie, glaube ich. No. Erstmal dem Gegner Highground gegeben, easy. Ja, okay, die Tracer ist down, das ist super. Na komm, ich greife den Genji an. Also mich kann er halt nicht blocken, so. Nice, vielleicht habe ich mich gerade doch wirklich ein bisschen zu früh auf, über möglicherweise ein faires Matchmaking geärgert. Dann im Angriff gleich ein bisschen weiter einfach kommen. So die Idee. Gut, wir sind im Angriff und müssen den zweiten Punkt erreichen, um zu gewinnen. Ich spam mal da oben ein bisschen in die Ecke rein. Ach natürlich, wo waren plötzlich meine ganzen Leben hin? Ich habe 300 davon. Ich war relativ low, aber ich war nicht One-Hit-Low eigentlich. The fuck? Ich hatte 100 Leben oder so. Die Tracer hat mich einmal getroffen. Lol. Finde ich ja interessant auch das Konzept an der Stelle. Komm, 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 Wolf's Lawn, Wolf's Lawn, Wolf's Lawn. Dann halt nicht, schade. Ich werde schon wieder von meinem eigenen Mauskabel geblockiert, das packt mich so ab. Oh, die Tracer ist da, glaube ich, an der Wand rein in der Ecke. Kurz Hoffnung gehabt so. Ja, ich muss auch, glaube ich, mir viel mehr Zeit lassen, wenn ich die Rechtsklick hier so benutze. Ich spam die so dumm rein immer die ganze Zeit. Und nach dem Motto, irgendwas werde ich schon treffen, aber ich glaube, das funktioniert auch einfach so nicht. Wo ist der scheiß Ball? Da vorne. Lass doch mein Lucio in Ruhe, bitte. Können wir den Ball töten? Oh, gute Mora Ultra war. Die Tracer ist auch half. Tötet der Reaper sie vielleicht? Oh, wundervoll. Digga, da war mein Leben auch kurz schon wieder an mir vorbeigezogen. Ja, der Ball stirbt, der Ball stirbt. Okay, vielleicht auch doch nicht. Das ist halt auch ein Ball. Ich hab, oh mein Gott. Okay, das ist auch ein bisschen doof jetzt, bin ich ehrlich. Oh ja, die Mercy ist one. Ding ist jetzt oder nicht? Schmeißt mal davon so ein Slow rüber. Eine kleine Eiswüste. Aber ich hab's auch, glaube ich, viel zu weit geworfen. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das Ding so weit fliegt. Okay, die Ana ist down. Ah, scheiß Ball. Hopp. Lol. Nein. We don't do that here. Egal. Die Gegner sind, die verteidigen halt auch echt strong, ne? Autsch, autsch, autsch. Ich habe. Oh, fuck, Digga. Stop cycling, you need to regroup.
Ja, ich bin auch erstaunt, was ich so lange gelebt habe. Ich bin halt ganz am Anfang einmal gestorben und danach halt gar nicht mehr, jetzt für die letzten 3 Minuten irgendwie. Wir müssen halt diesen dummen Punkt jetzt erstmal erreichen. Das muss doch möglich sein. Nein, fick dich, Baum. Oh mein Gott, die Echo macht so viel Damage in ihren scheiß Jizzballs. Wo geht er überhaupt? Ich raff es schon wieder nicht. Da vorne. Ich hasse Tracer-Spieler. Habe ich das mal irgendwann gesagt? Bestimmt. Kann dieser Ball jetzt sterben? Wie lebt der überhaupt noch? Ich probiere auch einfach jetzt gerade auf meine Ult zu kommen irgendwie. Die jetzt auch einfach instant dann gecastet wird. Ja, komm. Ult, 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 Ult. Komm, komm, komm. Ja, okay, wir haben Punkt. Finde ich gut, da war gerade einfach mein Dad im Zimmer, fängst du an zu reden, ich so, geh bitte. Ja, ist er halt nicht, cool, bitte, dankeschön. Na, fuck. So, Orisa, du machst jetzt nichts mehr hier. Okay, never mind, sie ist einfach um meine Wolle drumherum gelaufen. Ah, mein Gott. Wo ist mein Team eigentlich? Ich würde die Orisa gerne von den Gegnern separaten, also von den Supports. Dass sie keine Heilung mehr bekommt. So vielleicht? Ist das machbar? Oh, schade. Das war mein Leben. Eine Minute noch. Meine Ult könnte ich noch bekommen. Boah, ich bin noch so unterirdisch. Von jetzt setzt der Hilfe. Mein Reaper ist so viel besser als ich. Egal, ist gut, wenn er gut ist. Das ist gut fürs Team. Wir müssen uns jetzt halt bis zum Payload nochmal durcharbeiten. Das ist ein bisschen stressig, weil wir nur noch 40 Sekunden haben, so. Ich muss halt irgendwie meine Ult noch bekommen. Weil die könnte halt Game Changer sein. Wenn ich die jetzt auf dem Payload caste, ist das eine gute Gelegenheit für uns, so 2-3 Leute abzumuxen. So, okay, der Tank ist separated. Das sollte man nutzen. Ja, ja, ja. Stirbt er, stirbt er, stirbt er. Okay, vielleicht noch nicht, schade. Ja, okay, Tank down, Tank down. Tracer one. Okay, der Reaver huntet die Tracer. Oh mein Gott, jetzt wird sie wieder belebt. Bitch. Können wir sie töten, bitte? Okay, wir haben eine Chance. Wenn wir das Ding jetzt einfach schön zusammen reinpushen. Okay, Reaper ultet. Ja, wundervoll. Und gewonnen. Das war halt nach den ersten 5 Minuten noch sehr unexpected, dass wir überhaupt diesen Punkt halten können. Den zweiten ist einfach gewonnen, die Runde. Der Du hat am Anfang halt richtig reingeschollert.